Aus dem Aufbauschema kann die Elektronenkonfiguration eines Elements abgelesen werden. Ich habe mal hier auf der rechten Seite das Aufbauschema aufgeschrieben. Und daneben habe ich noch das Periodensystem hinzugefügt. Das beginnt in der ersten Periode mit Wasserstoff bzw. Helium und setzt sich dann in der zweiten Periode fort mit Lithium. Und das wollen wir jetzt als erstes im Aufbauschema angucken. Wasserstoff hat ein Elektron, das heißt, wir fangen im Aufbauschema wieder hier rechts oben an und gehen dann nach unten. Und der Wasserstoff hat ein Elektron im S-Orbital und entsprechend ist dann die Konfiguration von Wasserstoff 1s1. Erstes Energieniveau bzw. erste Periode, ein S-Elektron. Das wäre Wasserstoff. Helium hat dann zwei Elektronen, das heißt im S-Orbital kommt hier noch ein weiteres Elektron hinzu. Das heißt, Helium hat 1s2. Und dann gehen wir als nächstes im Aufbauschema weiter, hier runter für Lithium. Und im Lithium gibt es jetzt das erste Energieniveau. Das ist voll besetzt. Das hat im Grunde genommen die Helium-Konfiguration. Und dann gibt es ein zweites Energieniveau, als erstes Energieniveau, zweites Energieniveau. Und da ist ein Elektron drin. Das heißt, Lithium hat die Konfiguration 1s2 und dann aus der zweiten Periode noch ein weiteres Elektron im S-Orbital. Als nächstes wollen wir gleich mal etwas mehr Spaß haben und dafür muss ich zunächst etwas Platz schaffen. So, nun wollen wir uns als nächstes einmal Silizium anschauen. Also hier drüben Silizium. Silizium hat jetzt 14 Protonen, das heißt, wir brauchen eine Elektronenkonfiguration mit 14 Elektronen. Dann mache ich das mal ein klein wenig kleiner und fange dann an mit dem Aufbauschema. Also zunächst gibt es im ersten Energieniveau zwei S-Elektronen. Und in der Schreibweise lautet dann erstes Energieniveau, S-Orbital, zwei Elektronen. Und zur Illustration schreibe ich das auch nochmal im Termschema auf. Das heißt, die Energie entlang der Y-Achse, dann haben wir das erste Energieniveau, dort das S-Orbital und dort haben wir die ersten beiden Elektronen. Zur Erinnerung, wir wollen für Silizium 14 Elektronen und damit wird es auch die Zahl im Blick behalten, schreibe ich die Summe der Elektronen auch noch hier auf. Also im ersten Energieniveau haben wir zwei Elektronen. Dann schauen wir wieder ins Aufbauschema rein. Und dort kommen wir dann ins zweite Energieniveau. Zweites Energieniveau, S-Orbital und im S-Orbital wieder zwei Elektronen. Dann haben wir hier in der Summe vier Elektronen. Und schreiben das in die Schreibweise dazu, dann steht hier zweites Energieniveau, wieder S-Orbital, nochmal zwei Elektronen. Mit dem zweiten Energieniveau sind wir aber noch nicht fertig. Das sehen wir hier im Aufbauschema. Denn als nächstes kommen wir hier durch diese P-Orbitale durch. P-Orbitale, also das war das S, P ist dann etwas auf einem etwas höheren Unterniveau. Und hier können es dann sechs Elektronen rein und nach der Hund'schen Regel erstmal die positiven Spins, das wären dann drei. Insgesamt wären wir jetzt bei sieben Elektronen. Dann können wir nochmal drei dazu machen, dann sind wir bei zehn Elektronen, also kommen hier in den P-Orbitalen sechs dazu. Dann sind wir hier bei insgesamt zehn. Und in der Schreibweise schreiben wir rein, im zweiten Energieniveau gibt es im P-Orbital sechs Elektronen. Jetzt kommen wir den 14 schon nahe. Gehen wir im Aufbauschema weiter, kommen wir aufs dritte Energieniveau, wieder in die S-Orbitale, wo erneut zwei Elektronen dazukommen, als 1, 2. Dann sind wir hier bei 12 Elektronen und schreiben hier unten hin 3s2. Schauen wir ins Aufbauschema rein und kommen hier in die P-Orbitale auf dem dritten Energieniveau. Das heißt wieder P-Orbitale. Aber jetzt müssen wir aufpassen, denn es kommen nur noch zwei weitere Elektronen dazu. Dann sind wir bei 14 Elektronen für Silizium. Also einmal hier und dann sind wir bei 14, also zwei weitere Elektronen dazu.
Dann sind wir bei 14 und in der Schreibweise unten haben wir dann 3P2. Und das ist die finale Elektronenkonfiguration von Silizium. Jetzt ist diese Konfiguration natürlich relativ lang und deshalb gibt es noch eine Kurzschreibweise. Und für diese Kurzschreibweise schauen wir uns immer das Element an, das letzte Element an, bevor eine neue Periode beginnt. Eine neue Periode beginnt immer, wenn ein neues S-Orbital aufgemacht wird. Das heißt, hier oben ist die Periode beendet, beziehungsweise beginnt die nächste Periode, wenn ein S2 voll belegt ist. Das ist der Fall bei Helium. Dann beginnt eine neue Periode, weil dann das 2S-Orbital belegt wird. Und diese Periode hört auf, nachdem das 2P6-Orbital voll belegt ist. Und dieses Element ist, also bei dem das der Fall ist, ist Neon. Mit insgesamt 10 Elektronen. Helium hat 2 Elektronen. Nachdem Neon die P-Schale besetzt ist, wird das nächste Orbital, S-Orbital, aufgemacht in der dritten Periode. Und die dritte Periode ist dann auch beendet, wenn wieder die P-Orbitale voll sind. Und dieses Element ist dann Argon mit insgesamt 18 Elektronen. Jetzt hatte ich gesagt, die Kurzschreibweise funktioniert so, dass man sich das Element anschaut, das letzte Element anschaut, bevor eine neue Periode aufgemacht wird. Also, Helium ist das letzte Element, bevor die zweite Periode aufgemacht wird. Also das letzte Element der ersten Periode. Neon ist das letzte Element, bevor eine neue Periode aufgemacht wird, also das letzte Element der zweiten Periode und so weiter. Jetzt gehen wir nochmal zu Lithium zurück. Wie würde man dann Lithium schreiben? Die vollständige Schreibweise von Lithium war 1s2 und in der zweiten Periode ein Elektron im s-Orbital. Jetzt kann man statt 1s2 auch Helium schreiben. Denn Helium ist das letzte Element, bevor eine neue Periode beginnt. Und das bedeutet auch, dass in der Elektronenkonfiguration von Helium alle Orbitale voll besetzt sind. Und es ist jetzt sehr wichtig zu unterscheiden, dass es wirklich die Elektronenkonfiguration von Helium ist, in der alle Elektronen besetzt sind und nicht die Periode. Das sehen wir gleich nochmal in einem anderen Beispiel. Bevor ich zu dem Beispiel komme, soll natürlich noch erklärt werden, wie die Kurzschreibweise jetzt tatsächlich funktioniert. Also im Falle von Lithium wäre die Kurzschreibweise, dass man für dieses 1s2 eben nicht 1s2 schreibt, sondern Helium. Also die Kurzschreibweise wäre Helium, die Elektronenkonfiguration von Helium und an diese schließt sich die verbleibende Elektronenkonfiguration von Lithium an und das wäre noch 2s1. Für Lithium scheint man da nicht viel gewonnen zu haben, deshalb schauen wir uns jetzt gleich nochmal Silizium an. Und das letzte Element mit einer vollständigen Elektronenkonfiguration vor Lithium ist Neon. Neon hat 10 Elektronen, Argon kann es kaum sein, denn da sind mehr Elektronen drin als in Silizium. Silizium hat ja 14 Elektronen, also muss es Neon sein. Neon hat die Konfiguration 1s2, 2s2, 2p6. Und diese Konfiguration finden wir bei Silizium genau hier vorne. Und das können wir dann in der Kurzschreibweise durch wieder Neon ersetzen. Also wir schreiben hier hin Neon, das ist dieser ganze Teil hier. Und was dann noch fehlt, ist dieser zweite Teil hier. Das schreiben wir dann dahinter 3s2, 3p2. Und das ist dann ebenfalls Silizium in der Kurzschreibweise. Und das ist jetzt natürlich schon kürzer als das Silizium hier oben. So, zum Abschluss wollen wir mal ein bisschen Spaß haben und schauen uns was deutlich komplizierteres an, nämlich die Elektronenkonfiguration von Europium. Hier haben wir 63 Elektronen und ich werde das jetzt ein klein wenig zügiger durchgehen. Und zuerst mal vollständig ausschreiben. 63 Elektronen. Das heißt, wenn wir anfangen im Aufbauschema, haben wir
1s2 Elektronen. Ich schreibe hier unten immer die Summe der Elektronen drunter, also 2. Dann geht es weiter. 2s2, dann haben wir hier 4, dann kommt 2p6 dazu, das wäre das hier. Dann haben wir 10, dann 3s2, das wären 12, dann 3p6, also jetzt gehen wir hier runter, p6, dann 4s, das wären 18, dann 4s2, wären 20, und dann kommen wir in 3d10 rein, 4p6 und 5s2, also 3d10 wären 30, zur Erinnerung, wir müssen auf 63 raus, also das soll Europium werden, mit 63 Elektronen bzw. Protonen. So, dann hier waren wir bei 3d10, 4p6, 5s2, also 4p6, das wären 36, 5s2, das sind 38. Jetzt muss ich hier schon ein bisschen rüberschieben. Dann geht es weiter mit 4d10, 5p6, 6s2. Also 4d10 ist 48, 5p6 ist 54 und 6s2 sind 56. Jetzt muss ich langsam aufpassen. Ich komme bald in die 63 rein. Jetzt fehlen nämlich bis 63 nur noch 7 Elektronen. Das heißt, ich komme jetzt hier wieder in die vierte Periode, für das Energieniveau mit 14 F-Elektronen. Ich brauche aber nur noch 7. Das heißt, hier hinten steht dann noch 4F7. Und damit wären wir dann bei 63 angelangt. Und das ist jetzt eine wirklich sehr, sehr lange Elektronenkonfiguration. Und die können wir erneut kürzer schreiben, indem wir schauen, welches die letzte vollständige Elektronenkonfiguration ist. Und die war natürlich in der fünften Periode. Das wird man schon herausgefunden haben. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Und das kann man auch sehen. Xenon hat 54 Elektronen. Radon wäre schon zu viel. Das heißt, wir können hier bis 54 Elektronen, das ist hier, alles durch Xenon ersetzen. Das heißt, 63 Europium kann geschrieben werden als Xenon und dann 6s2, 4f7. Und das wird die Kurzschreibweise für die Elektronenkonfiguration für Europium deutlich leichter. Eine letzte Sache, was hier zu sehen ist und was auch wichtig ist, ist, dass die Energieniveaus, man könnte das Ganze jetzt wieder als einen Term schreiben, ich könnte jetzt alles das, was hier ist, als einen Term schreiben. Und man sieht, dass manche Energieniveaus aus der vierten Periode unterhalb zum Beispiel von der dritten Periode liegen. Also wenn ich hier im Termschema das vierte Energieniveau habe und hier das S-Orbital, dann liegt darüber das D-Orbital, das D-Orbital der 1, 2, 3, 4, 5 Unterniveaus, das ist das D-Orbital von tatsächlich der dritten Periode. Also das hier wäre 3D und das hier wäre 4S. Das ist ein Resultat aus dem Aufbauschema, dass die Energieniveaus oder Unterniveaus aus einem Energieniveau, als zum Beispiel Energieniveau 3, da liegen die Unterniveaus höher als manche Unterniveaus des Energieniveaus 4. Und so funktioniert die Schreibweise der Elektronenkonfiguration bzw. deren Kurzschreibweise.